Willkommen zurück zum Videolernzyklus vom Arbeitsblatt Bogenlänge. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was das bestimmte Integral ist und wie man es berechnet. Deine Ziele für dieses Video sind, die Formel zur Berechnung der Bogenlänge kennenzulernen. Und anschließend wollen wir diese Formel auch gleich anwenden, um die Bogenlänge einer Funktion zu ermitteln. Und zwar werden wir die Bogenlänge auf zwei Arten ermitteln, einerseits mit der Formel, die wir kennenlernen, und auf eine andere Art und Weise. Gut, und am nächsten Fenster des Arbeitsplatzes steht die Bogenlänge L des Graphen einer differenzierbaren Funktion f im Intervall a bis b ist gegeben, als L ist gleich das bestimmte Integral im Intervall a bis b von der Wurzel aus 1 plus die erste Ableitung von fx zum Quadrat. Und diese Formel werden wir nun auch gleich anwenden. Woher diese Formel kommt und warum sie funktioniert, werden wir in einem der späteren Videos lernen. Für den Moment wollen wir einfach mal die Formel ausprobieren und schauen, ob sie das tut, was wir erwarten. Und hierfür haben wir folgendes Beispiel gegeben. Wir haben eine Funktion f von x ist gleich 2 mal x plus 1 gegeben. Und unsere erste Aufgabe ist es nun, diese Funktion, also den Graphen der Funktion, rechts im Koordinatensystem einzuzeichnen und anschließend die Bogenlänge im Intervall 0 bis 3 ohne diese Formel zu ermitteln. Versucht das zunächst bitte selbstständig und pausiert dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Auflösung sprechen. Gut, zeichnen wir zunächst mal die Funktion f in das Koordinatensystem ein. Das heißt, wir wissen, dass die Funktion natürlich durch den Punkt 0, 1 durchgeht und eine Steigung von 2 hat. Das heißt, so sieht die Funktion aus und nun zeichnen wir die Punkte bei 0, 1 und 3, 7 ein. Also wir grenzen unser Intervall ab und die Länge L, die wir nun berechnen sollen, ist der dick rot markierte Strich. Nun haben wir hier, also der x-Abstand ist natürlich 3 und der y-Abstand zwischen den beiden Punkten ist 6. Wie können wir nun die Bogenlänge ohne diese Formel berechnen? Na, die Bogenlänge ist ja genau die Hypotenuse von diesem rechtwinkligen Dreieck. Das ist die Bogenlänge L. Können wir berechnen als Wurzel aus 3 zum Quadrat plus 6 zum Quadrat und erhalten damit als Ergebnis die Wurzel aus 45 und das ist ca. 6,7. Gut, nun für die Aufgabe B wollen wir versuchen, ob uns die Formel, die wir gerade kennengelernt haben, genau das gleiche Ergebnis liefert. Wir haben ja jetzt die Bogenlänge sozusagen mit dem Satz von Pythagoras berechnet und nun wollen wir zunächst mal herausfinden, ob uns diese Formel das gleiche Ergebnis liefert. Also ob diese Formel für dieses konkrete Beispiel funktioniert. Versucht die Aufgabe B bitte zunächst selbstständig und pausiere dazu erneut das Video. Gut, also wenden wir die Formel an. Hierfür berechnen wir das bestimmte Integral von 0 bis 3 von der Wurzel aus 1 plus 2 zum Quadrat. Warum 2 zum Quadrat? Weil natürlich die erste Ableitung unserer Funktion, also f' von x, ist genau 2. Und das haben wir hier in die Formel eingesetzt. Das heißt, wenn wir das Ganze nun ausrechnen, dann erhalten wir die Wurzel aus 5 mal x. Und die Intervallsgrenzen müssen wir nun einsetzen. Das heißt, die Intervallsgrenzen sind 3 und 0. Und wenn ihr euch an den Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung erinnert, das heißt, wie man bestimmte Integrale berechnet, dann setzen wir nun die Obergrenze ein und dann also Obergrenze minus Untergrenze. Das heißt, wir haben die Wurzel aus 5 mal 3 minus die Wurzel aus 5 mal 0 und das können wir ignorieren, weil das ist ja einfach 0. Das heißt, wir erhalten insgesamt genau 6,7. Das heißt, was haben wir jetzt gelernt in diesem Video? Wir haben gelernt, dass die
Formel der Bogenlänge, die wir kennengelernt haben, für dieses konkrete Beispiel mal funktioniert hat. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese Formel mal auf jeden Fall für lineare Funktionen funktioniert. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.